Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype the Time Quest. Ich bin mal wieder hier hingelaufen, da ich in der letzten Folge schön verreckt bin. Und ja, ihr seht es vielleicht an meinem Schild unten links, an meiner Rüstung, dass ich ein bisschen mehr Treffer eingestecken musste. Das heißt, meine roten Tränke sind jetzt komplett weg. Bis gerade eben hatte ich auch nur drei violette Tränke. Aber die beiden Ritter, die hier standen, haben mir glücklicherweise beide jeder einen violetten Trank gedroppt. Das heißt, da stehe ich jetzt nicht ganz so schlecht da. Jetzt muss ich allerdings mal gucken, wie ich diese Bogenschützen ausschalte. Denn ich sehe da keinen einfachen Weg. Und, was ist denn da oben? Ich weiß auch nicht, ob da oben irgendetwas ist, was es wert ist, das zu machen, die beiden auszuschalten. Aber ich würde halt gerne mal nachschauen. Oh, der eine ist runtergefallen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm her. Komm her. Das macht es natürlich wesentlich einfacher. Oh Gott. Nein. Falsche Taste. Ich muss einen violetten Trank benutzen. Sehr gut. Okay. Das ist natürlich... damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich wahrscheinlich der NPC auch nicht. Aber damit ist es mir jetzt zumindest möglich, den anderen im Bogen auszuschalten. Wo ist er denn hin? Ah, der ist auch runtergefallen. Sehr gut. Komm her. Das ist jetzt meine Rache für das, was ihr mir im letzten Part angetan habt. Und noch eine Nuss. Na, mir wäre ein violetter Trank lieber gewesen. Aber ich will mich mal nicht beschweren. Naja. Ach, das war doch ein violetter Trank. Ich dachte, das wäre eine Nuss gewesen. Okay. Na dann ist doch alles in Ordnung. Es ist noch 5 violette Tränke mehr und dann kann Barnack ruhig kommen. So, haben wir hier oben irgendetwas. Wir haben eine Kiste, die umgedreht ist. Und einen violetten Trank. Na, immerhin. Also, wir haben jetzt damit die Anzahl unserer violetten Tränke um 1 erhöht. Durch ein bisschen Glück. Nicht schlecht. Wahrscheinlich hätte ich mich geärgert, hätte ich da jetzt mehr violette Tränke verbraten. Aber so bin ich doch ganz zufrieden damit. Oh Gott, Geister. Erstmal in Sicherheit bringen. Zumindest keine Bogenschützen, das ist schon mal sehr schön. Aber ich will mich trotzdem hier umsehen, denn vielleicht... Geh, kaputt, geh, tot, stirb, hallo. Irgendwie treffe ich die nicht so richtig. Nochmal, komm her. Boah, diese blöde Fackel ist im Weg. Ich bin schon wieder fast... Hallo? Wie viel Schaden machen die denn? Nein. Ich muss noch einen violetten Trank nehmen, das ist... Hallo. Ja, und dann verschwinden sie immer. Wie soll ich die denn da treffen? Die blöde Fackel ist im Weg. Ich... Ich treffe die durch die Fackel durch nicht. Alter. Ich da kann gleich schon wieder einen violetten Trank einsetzen. Okay. Rennen wir durch. Halb, rennen. 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 Violetter Trank. Komm, stirb. 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 Mein Gott. Also ich hoffe, hier ist was Gutes, weil sonst war das echt unnötig, hierher zu kommen. Ich meine, noch irgendwas gehört zu haben. Aber egal, schauen wir mal, ob wir hier oben diesmal was finden. Ich hoffe es sehr. Ich hoffe, hoffe, hoffe es sehr. Ist da hinten irgendwas auf dem Baumstamm? Nee, ne? Nein. Ist da oben auf dem Dach ist auch nichts. Okay. Dann war das schon mal relativ sinnlos, hier rauf zu gehen. Ich hoffe... Oh Gott, nicht runterfallen, bitte, Hype. Oh Gott, nicht zu weit springen. Jetzt hatte ich kurz ein bisschen Angst. Wenn ich hier reingehe, erscheinen die Geister bestimmt wieder, oder? Ich gehe erstmal hier rüber und gucke mir an, was in der Hütte ist. Oh nein! Ihr wollt mich doch verarschen, Leute. Das ist nicht euer Ernst. Okay. Na, das lief wenigstens ein bisschen besser als mit den anderen Geistern. Oh Gott, ey. Und hier ist nichts. Rein gar nichts. Oh, hier ist eine Wache drin, na toll. Komm, zwei sogar. Ja, natürlich. Und Geld, was ich nicht gebrauchen kann, weil ich es nicht aufsammeln kann. Ich muss schon wieder einen... Oh, wie viel Schaden die auf einmal machen. Ey,
wie der Schwierigkeitsgrad des Spiels mal eben so angestiegen ist wie sonst was. Oh Gott. So, okay. Den sind wir erstmal los. Ja toll, ein paar Pfeile. Die ich nicht aufsammeln kann. Ein bisschen Geld, das ich nicht aufsammeln kann. Das ist sehr frustrierend. Ich weiß nicht, falls ich hier nichts Vernünftiges finde... Ja genau, die Geister sind auch wieder da. Lass mich einfach mal durch. Falls ich hier nichts Vernünftiges finde mehr, werde ich mich einfach umbringen lassen und dann nochmal schnell hier hinlaufen. Das kann doch nicht wahr sein. Also, ein bisschen Geister, ein bisschen nichts, ein bisschen Musik, okay. Lass mich raten, ich brauche... Nein, ich kann so drüber laufen. Cool. Hey! Du lebst ja noch. Mit ein bisschen weißen Haaren. Toll, roter Trank. Ja, egal. Aber hallo, wie geht's dir? Guten Tag, Hype. Ich wusste, dass du eines Tages durch diese Tür hereinkommen würdest. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Aber es gefällt mir gar nicht, dass du mich so siehst. Wie es mir gelungen ist, hier allein zu bleiben, trotz der schwarzen Wächter? Nun, ich spiele die verrückte Alte. Sie lachen über mich und lassen mich in Ruhe. Ich fühle mich wohl hier im Wald. Aber ich bin des Himmels, der Sonne, des Mondes müde. Ich weiß, dass du mich das alles mit neuen Augen sehen lassen wirst. Aber geh zuerst nach Thoras. Du musst wieder an dein wirkliches Leben mit Viola anknüpfen. Und da gehöre ich nicht dazu. Viel Glück. Hi. Irgendwie ist das traurig. Das ist nicht schön. Das gefällt mir nicht, dass sie sich in Hype verliebt hat. Aber was soll ich machen? Ich kann dagegen nichts machen. Das ist erstaunlich. Hat erstaunlich Tiefgang für ein Playmobil-Spiel für Kinder, wie ich finde. Aber nun gut. Das hat uns zwar nicht viel gebracht, aber immerhin haben wir Nolan wieder getroffen und ich lasse die Geister jetzt Geister sein. Dann haben wir natürlich ein paar Tränke durchgebraten. Ich werde dann offscreen wohl noch ein paar sammeln gehen. Das dürfte ja kein Problem sein. Ich werde ein bisschen farmen, wenn die Folge vorbei ist oder so. Schauen wir mal. Und dann kriegen wir noch ein paar weitere Tränke zusammen. Also das soll mich jetzt nicht dran hindern, weiterzuspielen. Vor allem, da wir gerade mitten in der Folge sind. So, wie immer erstmal den Fernkämpfer ausschalten. Ich muss schon wieder einen Trank benutzen. Oh, ich habe halt keine Tränke mehr. Nein, komm. Ich habe auch keine Möglichkeit, mich zu verteidigen. Wenn ich mein Schild wenigstens hochnehmen könnte, aber nein. Ja, Plastiks. Was soll ich mit Plastiks? Komm hier. Einen Trank habe ich noch. Oh Gott, ey. Leute. Kann ich hier rein? Nö. Okay. Dann machen wir uns mal weiter durch den Wald auf dem Weg. Noch mehr Wachen. Naja, solange die noch über Nahkampf haben, geht das alles noch. Der hat mich noch gar nicht bemerkt. Okay, dann... wie wechsle ich nochmal? Ah, mit der Taste. Machen wir das doch noch mal, machen wir das doch mal so. Komm, und den Rest machen wir im Nahkampf. Blödmann. So. Also solange es nur Nahkämpfer sind, ist das ja alles auch noch relativ einfach zu bestreiten. Aber sobald Fernkämpfer dazukommen oder sie von mehreren Seiten auf mich einstürmen. Also wieder hinten, da ist ein Fernkämpfer. Was haben wir denn an Magie, was ich mal gegen den ausprobieren kann? Ich glaube, die Elektromagie ist unsere beste Möglichkeit. Oh, die haben beide Fernkampf. Ja, ist klar. Okay, dann muss ich einfach in Bewegung bleiben. Vielleicht bringt das ja was. So, komm. Kommt. Na, schieß. So, oh, violetter Trank. Sehr schön. So, zickzack. Und schieß. Dankeschön. Noch ein violetter Trank. Okay, oh. Mein Gott. Das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Was haben wir denn hier drin? Ein Speicherpult? Das nehme ich doch sehr gerne in Anspruch.
So, dann sind wir zumindest nicht mehr oben als letzten Speicherpunkt in dem Räuberdorf drin. Und das heißt, wir haben ein bisschen mehr Freiraum, was das Sterben anbelangt. Also dann ist es nicht mehr so schlimm. Schön ist es zwar nicht. Was ist, war das überhaupt für komische Pilze? Ich meine, guckt euch mal die Farbe an. Das sind Fliegenpilze bloß in grün. Okay. Also entweder sind sie besonders giftig oder es sind irgendwelche Heilpilze. Nein, Moment mal, die sind grün. Das heißt, sie bringen mir ein Leben. Hype. Ist welche davon. Ist welche davon, dann hast du mehrere Leben. Dann kann Barnack dir nichts mehr. Wo ist der Weg hin? Na gut. Hoppa, nein. Hype. Das Ziel ist es, auf die Plattform zu springen. Nicht in die Grube. Genau, du hast es begriffen. Sehr schön. Dann erwarte ich von dir, dass du jetzt diese Sprünge mit einer Perfektion meisterst, die eines Ritters ebenbürdig sind. So. Also die Laufschuhe kann ich hier auch nicht wirklich benutzen. Das ist natürlich schade. Aber, naja. Vielleicht, wenn ich nochmal durch den Wald muss, dann renne ich einfach an den Gegnern vorbei. Was leuchtet denn da? Was leuchtet denn da? Da drinnen. No, natürlich. Es ist eine Falle. Das war ja so klar. Aber es sind beides nur Fernkämpfer. Das macht es aber erträglich. Hallo? Na, okay. Platzwechsel. So, jetzt. Hallo? Hör damit auf. Nicht, dass ich... Ah, nein! Ihr seid doch blöd. Ihr seid doch alle beide blöd. Aber diesmal ist es ja nicht so schlimm. Ich habe ja beim großen Baum gespeichert. Ja, klar. Klar. Spiel beendet. Bla. Komm, lass mich hier weg. Dankeschön. So. Spiel laden. Und dann machen wir hier weiter. Nehme ich jetzt mal einen anderen Zauber. Und zwar den Elektro-Heiligenschein. Ja, du sollst ihn noch bitte auswählen. Dankeschön. Ist auch da unten ausgerüstet. Sehr schön. Nur noch ein paar grüne Kräuter. Und dann versuche ich nochmal den Hinterhalt zu bewältigen. Gut, hier sind die Soldaten nicht respawned. Das ist schon mal eine schöne Sache. Immerhin. Aber es wäre ja zu schön gewesen, wenn ich den Sprung direkt beim ersten Mal geschafft hätte. So, aber jetzt sollte es hoffentlich kein Problem sein. Oder, Hype? Ist das für dich ein Problem? Stellt das für dich ein Problem dar? Möchtest du vielleicht lieber Pause machen und ein Nickerchen halten? Ich meine, halt noch 10 Minuten durch, ja? Oder? 10 Minuten? Ja. Ein bisschen weniger. 7 Minuten. Halt noch 7 Minuten durch, ja? Dann bin ich zufrieden, dann darfst du auch Pause machen, dann ist alles gut, ne? Ja, genau. Zieh die Holzzugbrücke hoch. Kommt ruhig her. Ich habe hier eine Überraschung. Nein, nicht weg das Schwert wegstecken. Na, das hat natürlich nicht sehr viel gebracht. Okay. Versuche das nochmal. Okay, warte mal. Du bist schwach. Dich kann ich gleich töten. Aber erstmal trinke ich einen violetten Trank. Kommt her. Sehr schön. Zumindest der eine ist schon mal erledigt. Das heißt, gegen den anderen... Hallo. Ich wollte gerade sagen, gegen den anderen ist es jetzt kein Problem mehr. Und dann triffst du mich nochmal. Ich meine, hallo? Hast du sie noch alle? Geld. Was soll ich mit Geld? Na gut. Schauen wir mal, was sich so in Torras getan hat. Und suchen die Taverne auf, nachdem wir die Stadt mal ein wenig erkundet haben. Ich wette, hier werden wir auch auf jede Menge Widerstand treffen. Bogenschütze. Ist da hinten ein Gitter vor? Da ist tatsächlich ein Gitter vor. Okay. Können wir, der kann Messer werfen. Okay. Dann machen wir wieder die Hit-and-Run-Taktik. So. Okay, zweimal treffe ich anscheinend nicht. Egal. Genau, lauf von mir weg. Ha! Nein! Ja, okay. Das kriege ich aber hin. Aua. Okay, der ist schon mal erledigt. Dann kann ich jetzt mich in aller Ruhe um dich kümmern, ne? Ja, geh bloß. Oh Gott, ich bin ja fast tot. Okay. Bitte, verkauf violette Tränke. Komm schon, er verkauft violette Tränke. Ich will aber gar nicht wissen, was für ein Preis. Na hallo, kleines Mädchen. Ich schwöre Barnack, meinem König und Gott, ewige Treue. Mein ganzes Leben werde ich ihm dienen. Was? Okay.
Hallo Ritter. Ich habe Barnak so auf die Treue geschworen, dass ich selbst seinen Leuten meinen Kram verkaufe. Natürlich zu überhöhten Preisen, aber sagt es nicht weiter. Los, Ritter, wählt. 150 Plastiks für einen violetten Trank. Ah. Ihr seid der Meisterkämpfer-Hype. Ich weiß es. Man erwartet euch in der Herberge. Ich weiß, danke. Los, Ritter. Wir können uns gerade mal zwei von diesen Tränken... Ah, nee, doch nicht drei können wir uns kaufen, aber... Los, Ritter. Wählt. Ihr seid der... Drei Tränke. Das ist nicht viel, aber immerhin etwas. Oh, Mann. Das kann ja was werden. Okay. Müssen wir mal schauen, wie wir in die Herberge kommen. Ach, hier ist ein Schalter. Und das ändert natürlich alles, wenn wir das aufmachen können. Sehr gut. Ich will aber trotzdem erstmal hier hochgehen. Vielleicht finden wir da ja noch was Interessantes. Irgendwie noch ein paar violette Tränke oder so. Die kann ich jetzt echt gut gebrauchen. Da ist nichts. Wahrscheinlich treffen wir eh nur wieder auf irgendwelche gegnerischen Ritter der Schwarzen Garde. Ah, hallo. Nein, wer immer ihr auch seid, ich sage Barnaks Spruch nicht. Nein, nein und nochmals nein. Ich habe genug. Macht mit mir, was ihr wollt. Ich kann nicht mehr. Ich... Hey, guck dir mal meine Embleme an. Ich möchte die Sonne wiedersehen. Mich mit meinen Freunden amüsieren. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Das ist echt ein wenig deprimierend. Hallo, Spinne. Na? Oh Mann. Was für eine dunkle Stimmung hier. Also, hallo. Oh ja, komm her. Du wirst jetzt sowas von sterben. Komm her. Stirb. Blödmann. So, wie viel Geld gibst du mir? 50 Plastiks. Na, immerhin. Vielleicht können wir uns dann bald ein paar neue mehr Tränke kaufen. Wie viel verlangst du für die Rüstungsreparatur? Bei mir gibt es nichts für Barden. Alles ist für die Schwarzen Garden. Ich weiß, ihr gehört nicht dazu. Sagt es nicht weiter, aber mir ist das lieber so. Zu eurer Information, ich verkaufe alle meine Pfeile in Paketen zu je 30. Welt. 150 Plastiks für die Rüstung. Oh Gott, was für Preise. Ich bin jetzt aber auch nicht in der Stimmung, zurück in der Zeit zu reisen. Mir da den günstigeren Preis zu holen, weil dann müssen wir nämlich die beiden Leute der Schwarzen Garde wieder erledigen. Nanu, ihr seid nicht der Schwarzritter? Ah, gut, ich verstehe. Das ist ein Test. Einverstanden. Ich schwöre Barnak, meinem König und Gott, ewige Treue. Mein ganzes Leben werde ich ihm dienen. Geht das so? Kann ich jetzt gehen? Ich bin kein Schwarzer Ritter. Ich gehöre nicht zur Schwarzen Garde. Denk mal drüber nach. Wenn Gitter das offen ist, okay. Ah, hier ist jetzt eine Kleinigkeit. Was machst du denn da? Komm, du stirbst jetzt erstmal, bitte. Hallo? Oh, die haben auch so eine riesige Reichweite. Ihr stirbt doch. Dankeschön. Ja, hallo. Erinnert ihr euch noch an das kleine Mädchen, das wir in der Ära Tascans des Zweiten hier auf den Fässern in den Himmel geschossen haben? Ja, das war eine ganze Zeit unterwegs und anscheinend mit naher Lichtgeschwindigkeit, denn sie war immer noch so jung. Na, da ist ja das Zwillingsparadoxon oder das Zwillingsproblem. Nein, ist ja kein Paradoxon, das Zwillingsproblem von Albert Einstein. Oh mein Gott. Auf jeden Fall ein schönes kleines Easter Egg. Hätten wir die Fässer nicht abgeschossen, wäre sie wahrscheinlich auch nicht runtergekommen, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ich hab mich doch gerade. Was? Hinter uns? Oh. Dafür ist das Tor also gut. Um uns den Weg zu versperren. Komm her. Nee, du feierst deinen Pfeil nicht ab. Komm schon. Meine Güte. Aber nun gut. Dann machen wir das Ganze mal wieder auf, die Falle. Und gehen auch gleich in die Herberge. Wahrscheinlich sind hier wieder irgendwelche schwarzen Leute. Okay, ich dachte gerade, du wärst eine. Ich bin jetzt die ganze Zeit hier irgendwie vorsichtig, aber ich habe Schritte gehört. Ich schwöre Treue. Sprechen wir ganz leise. Zu Barnak. Ich weiß, wer du bist. Meinem König und Gott. Mein ganzes Leben. Du wirst in der Herberge erwartet. Werde ich ihm dienen.
Ach, danke für den Hinweis, das weiß ich mittlerweile aber schon. Und ich habe erst gedacht, das wäre hier einer der schwarzen Garde, weil ich einfach nur die Schritte gehört habe. Und dann war es doch nur die Frau. Boah, das Spiel macht einen echt fertig. Okay, da kommen wir auch nicht rein in den Park der Tapferen. Na gut. Ich würde sagen, gehen wir mal in die Herberge hinein, oder? Um die Ecke. Ja, das gucke ich mir später nochmal an. Aber wir können auch runter in die Kanalisation. Sehr interessant. Da war zumindest ein Schalter. Aber ich hoffe, hier drin ist ein Speicherpunkt. Na? Aber das ist... Du bist... So, ein Ritter, der nicht schwarz ist. Das ist unglaublich. Sei still, Panin, er ist es, du... Du musst stark sein, wenn die Wachen dich nicht geschlagen haben. Aber sei doch still, Panin, siehst du nicht das? Ich habe große Lust herauszufinden, ob du wirklich stark bist. Oh. Wachen! Schweig! Aber nein, schweig doch endlich! Das reicht! Er ist es. Ich sage dir, er ist es. Hast du jetzt verstanden? Das ist er? Wer er? Ah. Er. Trottel. Aber das ist wahr. Oh, tut mir leid, großer Ritter und Kämpfer. Ich flehe dich um Verzeihung an. Ich bin blöd. Ja. Ich, schon gut, egal, vergiss es. Tretet näher, großer Ritter, tretet näher. Reden wir mit denen mal im nächsten Part. Ich hoffe, dass hier oben... Hey, der Raum ist neu. Na, sieht das nicht nach Viola und den Räubern aus? Aber egal, hier ist hoffentlich der Speicherpunkt drin. Jawoll. Sehr schön, dann speichere ich mal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es hier heißt in der Kneipe, dass wir unsere Verlobte wiedersehen und ein Wiedersehen mit den Räubern haben und alles hoffentlich toll wird. Also, macht's gut und bis dann.